Das Infektionsgeschehen im Landkreis ist nach wie vor auf einem recht hohen Niveau. Sie sehen das an der 7-Tages-Inzidenz, die aktuell bei 131,7 liegt. Also wir sind im dreistelligen Bereich. Wir haben zu Wochenbeginn auf das Meldesystem des RKI umgestellt. Ich will das hier noch mal so deutlich sagen, weil es immer und immer wieder Diskussionen gab und auch unterschiedliche Zahlen gab zwischen dem, was wir händisch ermittelt haben bei uns im Haus, das, was das Sozialministerium veröffentlicht hat und das, was RKI veröffentlicht hat. Und da die Frage des RKI oder die Zahlen des RKI entscheidend sind für Einstufungen, also gerade wo wir damals die Richtwert von 50 überschritten haben, da ging es dann am Ende erst dann, wo RKI die Zahl veröffentlicht hatte, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir also einheitlich auf dieses System umstellen. Wir haben zwei Pflegeeinrichtungen, die etwas stärker betroffen sind. Insgesamt sind es 11 von 72 stationären Pflegeeinrichtungen, die mehr oder weniger mit Covid-19 betroffen sind. Aber auch das ist keine andere Zahl, als wir sie im Frühjahr diesen Jahres hatten. Also auch da liegen wir etwa bei diesem 15%, wie das so generell war. Das muss man immer ein bisschen ins Verhältnis setzen, auch wenn die augenblickliche Situation dort durchaus eine andere ist. Das, was nach wie vor anhält, und das ist die Frage der Kontaktermittlungen. Ich habe das in der vergangenen Woche schon gesagt. Dort haben wir steigende Fallzahlen. Ich habe es schon mal erwähnt, wenn wir im Frühjahr bei einem positiv Getesteten noch von 5 Kontakten, die wir nachverfolgen mussten, ausgingen, sind wir jetzt bei über 25 aktuell. Also die Zahl hat deutlich dazugenommen. Und das ist ein Zeichen dessen, dass natürlich die Bürgerinnen und Bürger nach wie vor sehr aktiv sind in ihrem ganz normalen alltäglichen Leben. Und ich sage an der Stelle das, was ich immer sage, die Politik kann mit Sicherheit nicht bis in den kleinsten privaten Bereich hinein alles regeln. Und gerade anhand dieser Kontaktzahlen, die wir ermitteln müssen, kommt von mir immer wieder der Aufruf, jeder, aber da meine ich wirklich ausnahmslos jeder, sollte sein Freizeitverhalten mal überprüfen. Und sollte in der jetzigen Zeit wirklich kritischer hinterfragen, muss ich unbedingt zum Training gehen, muss ich unbedingt die und die Veranstaltung besuchen, muss ich unbedingt das und das unternehmen, ist es ratsam, im Freundeskreis eine Feier durchzuführen oder kann man das nicht auch vielleicht verschieben auf einen späteren Zeitpunkt, wenn die Kontakte wieder besser sind und wenn die Pandemie am Ende vielleicht wieder etwas abklingt. Wir haben nach wie vor keinen Hotspot, weder regional noch irgendwo an einem Geschehnis oder an einer Veranstaltung lässt sich festmachen, das war der Ausgangspunkt und von dort ging es los, sondern es ist einfach das ganz normale Alltagsleben, das jeder Einzelne lebt und wo er sich am Ende infiziert und am Ende auch ein Stück weit dann weiterträgt. Wenn es nicht gelingt, diesen häuslichen Bereich, dieses Freizeitverhalten stärker zu bei vernunftbegabten Menschen auch zu kontrollieren und ein Stück stärker auch zurückzufahren, dann, das ist keine Drohung, ich will nur einfach mal so ein bisschen den Blick nach vorne richten, dann steuern wir auf Berchtesgadener Verhältnisse zu. Wenn die Fallzahlen weiter drastisch steigen, dann wird früher oder später der Lockdown im privaten Bereich, nichts anderes ist ja jetzt momentan Berchtesgaden, dann wird der Lockdown im privaten Bereich eintreten. Und das ist etwas, was wir alle zusammen verhindern wollen. Das kann aber die Politik nicht, das kann der Landrat nicht, das kann die Gesundheitsministerin nicht, das kann der Bundesgesundheitsminister nicht. Das kann nur jeder Einzelne selbst tun durch sein Verhalten, durch seine Kontrolle, dass er sich anders bewegt, als er das vielleicht in der Vergangenheit gewohnt war oder getan hat. Und das ist immer und immer wieder meine Bitte an die Bürgerinnen und Bürger, an die Erzgebirger, dass sie sich hier einfach ein Stück zurücknehmen. Die Frage, wann ein regionaler Lockdown eintritt, die kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Wir haben diese Absicht nicht.
Wenn die Inzidenzwerte deutlich weiter steigen, dann werden wir uns Gedanken machen müssen hinsichtlich der Maßnahmen, die es noch einzuleiten gibt. Was kann man noch tun? Weil ich kann ja nicht ungebremst einfach nur schauen und sagen, es ist halt so, sondern ich muss zumindest die Möglichkeiten, die ich habe, muss ich ausschöpfen. Und das wird von Fall zu Fall dann situationsbedingt am Ende entschieden. Das Thema Berchtesgadener Land, dort hat es ja dann am Ende der Freistaat Bayern entschieden. Das vermehrte Infektionsgeschehen im Landkreis spüren wir natürlich auch in den kommunalen Häusern, zurzeit noch in etwas unterschiedlicher Ausprägung. Wir in Annaberg waren ja zuerst betroffen, mittlerweile haben wir aber auch Belegungszuwächse in den Häusern Schopau und Olbernhau. Das ist eine Situation, auf die wir uns im Prinzip seit Frühjahr vorbereiten. Wir haben damit gerechnet, dass es nochmal zu einem Anstieg kommen würde, haben dort auch verschiedene Maßnahmen getroffen, sei es baulicher Art, wo wir eben Isoliereinheiten vorbereitet haben, ausgebaut haben, wo wir Beatmungskapazitäten ausgebaut haben, wo wir Krisenstäbe gebildet haben, die wirklich sehr eng zusammenarbeiten, wo die Abstimmungen sehr eng arbeiten, einerseits in den Häusern, aber auch zwischen den Häusern, den kommunalen Häusern. Was wir jetzt verstärkt bemerken mussten, ist, dass das durch das erhöhte Infektionsgeschehen, und das ist wirklich der große Unterschied zur ersten Welle im Frühjahr, wo das ja teilweise auf Hotspots und Pflegeheime begrenzt war, dass wir wirklich eine große Durchdringung haben, die teilweise eben auch in dem Personalbereich ankommt. Und wir haben zunehmend auch Einträge im Bereich des Personals durch private Kontakte. Wir haben in Annaberg als Erste das Besuchsverbot wieder eingeführt. Das ist natürlich auf Unverständnis gestoßen, aber auch das ist eine Sicherungsmaßnahme. Wir testen die Patienten, wir sind bei den Mitarbeitern aufmerksam und wir können eben nicht gewährleisten, und das mussten wir eben auch feststellen, dass die Besucher teilweise den Mund-Nasen-Schutz abgenommen haben und dann besteht eben das Risiko einer Übertragung. Das müssen wir ausschließen und deshalb eben diese Regelungen. Durch diese Einträge im Personal, und das sind wirklich die Kliniken Annaberg und Schopau im Moment betroffen, musste es zu Einschränkungen im Elektivprogramm kommen. Ich möchte aber noch mal unterstreichen, weil es oft zu Missdeutungen kommt. Die Notfallversorgung ist weiterhin gesichert. Und man hört auch immer wieder Vorwürfe, dass Notfallpatienten ja teilweise durch das Erzgebirge gefahren wurden und keine Aufnahme erfolgte. Dem ist nicht so. Jeder Notfallpatient wird in den Krankenhäusern aufgenommen. Die Versorgung ist sichergestellt.